Scheinheilig. EU ruft Libyen zur Wahrung der Menschenrechte auf. Forderung kommt mehr als 8 Monate zu spät. Vor dem Hintergrund, die Scharia als Rechtsordnung in Libyen einführen zu wollen, forderte die Europäische Union nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, die Menschenrechte und die demokratischen Prinzipien zu achten. Die Agentur beruft sich laut RIA Novosti auf Maja Kocianczyk, Pressesprecherin der EU-Chefdiplomatin Catherine Ashton. Der Übergangsrat will alle nicht-Scharia-gerechten Gesetze annullieren und auch die Polygamie wieder einführen. Damit folgt er der Forderung eines hochrangigen Al-Qaida-Funktionärs. Schon zu Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi wurde bekannt, dass radikal-islamische Kämpfer auch aus dem Ausland sich an den Kämpfen beteiligen. Angesprochen auf diesen Umstand entgegnete der US-Senator McCain seinerzeit mit: Wieso? Sie, die Rebellen, sind meine Helden. Die USA und die EU unterstützten die Aufständischen von Beginn an kompromisslos. Sie schürten Demonstrationen gegen Gaddafi und steigerten diese zum bewaffneten Kampf. Als Gaddafi letztlich gegen die vom Westen als friedliche Demonstranten bezeichneten Aufständischen seine Armee einsetzte, begann die Bombardierung Libyens unter dem Deckmantel einer UN-Resolution. Das Resultat ist bekannt. Gaddafi ist ermordet und die Einführung der Scharia steht nun bevor. Bleibt nur noch die Frage, wem nützt es?